Hoe is uw eerste talk voor jou als opgeordnete hier in Heiders erlebt? Ja, heute sind natürlich ein paar Sachen gewesen, was es ein bisschen spannender macht. Nichtsdestotrotz ist es sehr lang, das Ganze. Also man muss euch eine gehörige Portion Geduld hier mitbringen. Ihr seid ja Gemeindepräsident von Tirbeloi, gehört gewählt vom Bezirk. Seid ihr jetzt so ein bisschen etwas wie der Lobbyist für die Parkgemeinde im Fischbertal? Oder wie seht ihr eure Rolle jetzt wirklich für die im Grossrat? Also ganz klar, ich sehe mich als Vertreter vom Bergdorf. Ich hoffe natürlich, dass man links und rechts genug Allianzen kann schmieden für die Anliegen, die wirklich ganz spezifisch das Berggebiet oder die Bergdörfer betreffen. Und diesen Anliegen können geltig zu verschaffen. Was sind also die Anliegen, die er will einbringen? Hat er konkrete Vorstellungen, die er schon geplant hat als Gemeindepräsident? Haben wir ja auch immer den Kontakt zur Kantonsverwaltung. Ja gut, das geht jetzt zu weit so. Man muss ja dann schauen, die Vorzüge an die Geschäfte, die kommen und was generell eine Sache ist. Man darf einfach im jetzigen Drang in die Zentren, in die Agglomerationen, darf man einfach die Berggebiete nicht vergessen, weil sonst haben die einfach die Mühe, sich können zu halten im Ganzen. Wenn man so ein bisschen selber Fraktion anschaut, haben wir doch ein paar Präsidenten von Berggemeinden da. Das kann ja sicher helfen, oder? Bei den Gelben sind ja ähnlich. Ja klar, also weil wir als Gemeindepräsidenten wissen ja, wo der Schuh drückt bei den Berggemeinden. Und entsprechend hoffe ich aber, dass wir, je nachdem was wir für Anliegen haben, die können breit einbringen.